Hallo Freunde, heute bereite ich einen Huhn im Bratschlauch. Das Fleisch ist auf diese Weise zubereitet immer schön saftig, aromatisch, mit hübscher Farbe und geschmacklich unschlagbar lecker. Es ist fantastisch, nicht nur für den Alltag, aber auch für Feste, zumal es auch nicht schwer ist und gelingt ganz sicher. Viel Freude beim Anschauen und Nachbereiten. Das, schaut mal, das Fleisch, das fällt so richtig vom Knochen. Sehr, sehr lecker. Ich habe hier ein Maishuhn von 1,5 Kilo. Wenn da irgendwo Federn waren, dann habe ich sie mit der Pinzette ausgezupft und es wurde unter fließendem Wasser ausgespült, auch hier von innen. Pflanzenöl, sagen wir mal so 4 Esslöffel. Dann gebe ich Salz drauf. 2-3 mal halbe Teelöffel, dann gebe ich Pfeffer dazu. Jetzt gebe ich Paprika edelsüß, 1-2 Esslöffel. Und ich habe gemahlenen Knoblauch, Knoblauchpulver. Mal schauen, 1 Esslöffel. Ah, ich gebe den Rest, da ist nicht mehr viel. Ein gut gehäufter Esslöffel. Jetzt werde ich das Huhn damit einreiben. Man kann es natürlich auch mit Händen tun. Von allen Seiten und wenn noch was übrig bleibt, auch von innen. So schaut es aus, schaut mal. Hat auch für innen gereicht. Jetzt lasse ich das zugedeckt mit einer Frischhaltefolie 15-20 Minuten ziehen. Derweil werde ich Kartoffeln und Karotten schälen. Ich habe hier meinen Bratenschlauch. Ich binde erstmal das eine Ende zu. So. Ich habe 1 Kilo Kartoffeln geschält. Schaut mal, die sind so groß, etwas kleiner wie ein Ei. Also wenn sie zu groß sind, ist es vielleicht etwas kritisch. Wenn sie zu groß sind, habe ich sie einfach in der Mitte geteilt. Dann habe ich noch 3 Karotten geschält und in kleine Stücke geschnitten. Ich gebe Salz darüber. Das ist jetzt bei mir 1 Teelöffel plus etwas Öl und Paprika edelsüß, circa halber Esslöffel. Das Ganze gut vermischen. Und ich gebe es hier in den Bratenschlauch hinein. Der Backofen heizt vor auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Und auch die Flüssigkeit von den Kartoffeln, also das Öl, gebe ich auch hinein. Schaut mal, ich habe wie so ein Beet dafür gemacht. Jetzt habe ich hier mein Huhn. So, da rein gebe ich, schaut mal, hoppa. Eine größere Zwiebel habe ich in Viertel geschnitten und die gebe ich hier rein. So, das hier schließe ich mit einem Zahnstocher. So, einmal, zweimal, hoppa. Und hier auch noch zumachen. So ist es fein. Jetzt kommt es auch hier in den Bratenschlauch. Ich lege es mit dem Rücken nach oben auf die Kartoffeln. So. Und das andere Ende auch noch zumachen. Ich habe hier ein Backblech, darauf habe ich mir noch Backpapier draufgelegt. Und hier kommt mein Bratschlauch rein. Und man muss nur aufpassen, dass der Bratschlauch nicht an die Wände vom Backofen kommt. So kommt es jetzt in den Backofen. Normalerweise gehören da Löcher rein, aber damit das Fleisch so richtig zerfällt, so richtig weich ist, mache ich keine Löcher rein. So, jetzt ab in den Backofen damit. 1,5 Stunden war das Huhn im Backofen. Jetzt beim Aufmachen muss man aufpassen, da kommt viel Dampf raus. Schaut mal. Appetitliche, knusprige Haut mit zartem Fleisch. Von so einem Huhn kann man sich schlecht losreißen. Wenn euch das Rezept gefallen hat, gebt mir bitte ein Like.
Teilt das Video mit euren Freunden und besucht mich bei Facebook oder Instagram. Ich wünsche euch einen guten Appetit, eure Xenia.